Ja, dann hab ich doch gesagt, die ganze Zeit schon. So, mein Schiff ist mit der Fraktion geteilt. Herzlichen Glückwunsch, wir werden alle sterben. Warum kann ich denn hier schon wieder nicht drauf... Das macht mich wahnsinnig. Mein Bohrer gelb sein ist. Ach, weil's ihn war. Oh. Ich glaube, ich muss mein Spiel mal neu starten und dort mit direkt X9 starten. Wer baut denn schon wieder mit meinem Schiff irgendwas rum? Nee, ich hab's mit direkt X11 gestartet. Nee, Windows 10, nicht direkt. Achso, ja, Windows 10 habe ich, ja. Dann musst du es mit 9, geht nicht. Doch, ich hatte es vorher mit 9 schon am Laufen. Ich hab's erst hinterher auf 10 auf 11 gestellt. Ah, jetzt scheint's zu klappen. Was? 211 Daten wurden aktualisiert. Ach du Kacke. Oh, das sind ein paar, ja. Ja. Das sind schon ein paar. Lag vielleicht daran, dass ich die Planetary Teaser ausgeführt. Naja, es soll ja unsere Startstation werden, also nehme ich auch eine Station, würde ich sagen. Oh. Jo. Nein. Hat die Startstation ein Beacon drin? Nee, noch nicht. Wir fangen jetzt gerade an. Lass mich die doch erstmal setzen. So, das hier ist die Startstation. Mach doch irgendwie ein GPS-Koordinat. Ja, ich bin doch schon dabei. Alter Mann, kein Dezo. Weiß nämlich gerade nicht, was die Startstation alles dran hat, deswegen frage ich ja. So, das ist gerade die Startstation. Die hat noch nichts. Ich bin gerade noch am Basteln. Sekunde. Denn wir brauchen das Schweißgerät, den Schleifer und das war's. Warum startet jetzt mein Space Engineers nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Komm hier in das Schiff rein. Hm? Was? In welches Schiff? In das gelbe. Die haben auf der Seite eigentlich einen Eingang, nach Möglichkeit. Sollten zumindest. Ach, wir haben ja zwei gelbe. Die eine könnten wir zerlegen. Das klingt nach einem guten Plan, ja. Da könnten wir die zweite Raffinerie dann mitbauen, weil ja, die eh... Ja, der andere hat, glaub, gar keine Raffinerie. Okay, auf 5 Minuten speichern war ganz doofe Idee. Und wer zum Geier hat meine Stahlplatten, die ich hier produziert habe, rausgenommen? Ich hab nur Eisen reingemacht. Ja, ich habe daraus Stahlplatten gemacht und hab's mitgenommen. Musst du gucken, ob's hat das nicht einen Cargo-Container? Vielleicht werden die dann automatisch in den Cargo-Container geschoben. Hab ich gerade geguckt, haben sie nicht. Kann auch so sein, dass ich nur ein paar hergestellt habe. Ist egal, so. Kann mein Space Engineers nicht richtig schließen. Warum darf ich den Prozess nicht killen? Ah ja, das Windows 10? Abmelden. Du musst entweder abmelden oder den PC neu starten, nachdem du das gemacht hast, in die Config gehen und auf DirectX 11 ändern und danach funktioniert das Spiel auch. Du kannst welches Schiff hat die Raffinerie? Meins. Warte. GPS. Aber warum habe ich unter DirectX 11 nur knapp 20 FPS? Mit einer GTX 970. Da musst du nicht uns fragen, sondern die Entwickler. Ah, dann melde ich kurz mal hier mein PC ab, ey. Erstmal den Support anschreiben. Und tschüss. Oh Gott, man kann doch 400 Liter fahren. Jupp. Ist doch toll, oder? So, die Station, der erste Block der Station steht. wir brauchen noch mehr Blöcke. Leichter Panzerungsblock. Wie groß soll sie werden erstmal? Ist egal, wa? Hauptsache erstmal ein paar Blöcke dran. Schon ein bisschen, also dass eins, zwei Raffinerie drin Platz haben, dann Container. Also nicht so groß wie mein U-Bus, wo wir da zum Mal bauen wollten. Nee, wir machen erstmal nur eine Plattform als solches. Wir kriegen das Eisen ins Inventar. Was kriegst du? Eisen ins Inventar reingezogen. Aufs Inventar gehen und reinziehen? Ja, es geht nicht. Ja, bei welchem Schiff meinst du? Wenn das Schiff nicht... Okay. Bei deinem kleinen Bohrschiff musst du nicht alles miteinander verbunden, da musst du hinten zum Sauerstoffgenerator hin. Also du musst einen Bohrer holen, wenn du es vom Bohrer rausholen willst. Ein kleines Bohrschiff ist noch nicht miteinander verbunden. Das komische ist, der kleine Bohrschiff hat einen Medium-Container drin, aber der ist mit nichts verbunden. Ja, aber ein kleines Bohrschiff ist noch gar nichts verbunden miteinander. Da ist die Raffinerie. Gut, dass ich mir GPS-Punkte gesetzt habe. Jetzt muss ich gucken, wo habe ich Space Engineers installiert? Steam. Ich habe eine eigene Festplatte für Steam. Ja, ich habe. Brauchst du nicht, du gehst auf C. Was? Ja. Bitte gehen Sie auf C. Bin ich schon. Dann gehen Sie bitte auf Benutzer.
Wie viele Schiffe hast du? 170 um den Dreh. Was? Was? Okay, wie viele von was? Auch. 170. Spiele. Spiele. Ja, ja. Geht doch. Bist du auf C Benutzer? Ja. Dann dein Benutzernamen. Ja, bin ich auch schon. Spaß Engine Dokument. Nein, aus dem Inventar raus, das geht nicht. Jetzt muss ich mal kurz raustippen, damit ich helfen kann. Herrgott nochmal. So, lokaler Datenträger, Benutzer, dein Benutzername, App Data, Roaming, Space Engineers Ordner. Dort die Space Engineers Config öffnen mit einem Editor und dann DirectX 9 rausnehmen und dafür DirectX 11 rausmachen. 11. Dann jetzt hier in Inventar, Mann! Aber ich verstehe nicht, warum ich das die ganze Zeit mit dem 9 spielen konnte und seitdem ich 11 gestellt habe, auf 11 bleiben muss. Das liegt an Windows 10. Windows 10 unterstützt kein DirectX 9 mehr. Ich hab's die ganze Zeit auf DirectX 9 gespielt gehabt auf Windows 10. Wie gesagt, manchmal kann man auch Glück haben, aber im Normalfall Windows 10 unterstützt von Haus aus, laut Aussage Microsoft, kein DirectX 9 mehr. Ja. Keine Entwicklung mehr für und soll auch sterben. Das ist wie mit DirectX 8, ich glaube, das funktionierte ab Windows Vista nicht mehr oder irgendwie so um den Dreh rum. Reicht das erstmal vom Platz oder noch größer? Würde ich sagen, das reicht zuerst. Also die Station. Kann mir aber so jemand helfen. Wobei denn? Ich krieg das nicht aus dem Schiff-Inventar raus, das Eisen. Ja, das ist beim Bohrer vorne drin. Ja, da komme ich auch nicht rein. Ja, du musst zum Bohrer hin. Auf der Seite vom Bohrer. Dort ja, kann ich K drücken, wie ich lustig. Da geht nix. I, wie Inventar. Ja, da bist du weg. Der Inventar bringt mir auch nichts. Also komm mal, hast du dein Schiff schon freigegeben? Lass mich mal ran. Oder K ist es, glaube ich. Wer muss hin? K? Oh, ich hab doch keinen Zugriff. Gib mir das Schiff frei. Ja, wie mach ich das? Du setzt dich in dein Schiff rein. Drückst mach I K. oder K. Gehst auf Kontrollfeld. Drückst auf die linken Seite eine Sache aus und drückst STRG A. Wir warten auf Feedback. Hallo? So. Hast du? Jetzt? Jetzt müsste es gehen. Okay. Hm, das war's. So, okay. Ja, ich kann es rausnehmen. Ich weiß nicht, was du hast. Hier hin und K drücken. Hier an das kleine Modul hier hin. Wenn es gelb leuchtet. So. Was baut denn hier der Grüne und wer ist der Grüne? Warum hat er keinen Namen über sich? Haben wir alle schon jetzt angenommen? Geht's. Ja, haben wir. Wer ist ich bin der Grüne. Warum hast du keinen Namen über dir? Wer bist du? Weiß ich nicht, warum ich keinen Namen über mich habe. Buja, du bist aber in der Fraktion, ne? Bin in der Fraktion? Ja, wahrscheinlich, weil du diese komischen Fragezeichen davor hast. Und was treibst du an deinem Schiff gerade? Was machst du da gerade? Ich suche gerade den kleinen Medium-Container innen drin, damit ich gucken kann, was ich brauche, damit ich den Bohrer mit dem Container verbinden kann. Weil ich will dann so einen Verbinder machen, damit ich das direkt mit dem Schiff connecten kann, weil dann wird das Eisen direkt aus meinem Schiff in das Schiff reingemacht. Ja, das will ich auch, aber dazu brauchst du die Förderleitungen bis zum Container hin. Deswegen suche ich gerade, wo mein Medium-Container ist, damit ich Förderleitung vom Bohrer zum Medium-Container und dann unten das Ding dran. Stimmt, kannst du ja sagen, wenn... Deswegen gucke ich gerade, wo das ist. Das klingt kompliziert. Ich baue lieber Stahlplatten, da weiß ich, was ich tue. Ich habe den Container gefunden. Wo denn? Er ist, wo bist du? Du bist der gelbe, grünes Schiff. Er ist wahrscheinlich in der Mitte. Hier unten? Hier in der Mitte. Siehst du ihn? Ich sag doch in der Mitte. Mittlerer Container in der Mitte. Nein, das ist der Frachtcontainer, der große hier in der Mitte. Ah, okay, warte mal, da müsste theoretisch hier unten noch einer sein. Warte, ich schau dir zu. Ich hoffe, wer hat denn hier mein Schiff kaputt gemacht? Nee. Das ist von Anfang an so kaputt. Mann, okay, hier unten ist er nicht. Macht doch eure eigenen Schiffe kaputt. Hat so ein Ding? Das gelbe Schiff? Das hat einen Eingang. Wenn du eine Beule drin hast bei deinem Schiff, einmal mit dem Welding. Was wird denn hier schon wieder gebaut? Ein Reaktor. Warum baut jemand einen Reaktor mitten auf die Station? Habt ihr noch nie was von Optik gehört? Also ich kann zumindest mein Spiel starten. Es zeigt mir zwar immer am Anfang eine Fehlermeldung, aber es startet. Das ist, sobald wie du einmal neu gestartet hast, nochmal, dann ist alles schick. Irgendwie habe ich was falsch gemacht. Ich komme irgendwie nicht zu euch hin.
Wie, du kommst nicht zu uns hin? Naja, in den Startoptionen habe ich ja das jetzt eingestellt, was was ja in der Dings, in der Gruppe ja steht. Lustigerweise lädt er bei mir nicht. Die Server, IP. Die IP ist verkehrt. Das muss ich noch ändern. Ah. Die IP ist die, die hier im TS steht. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, jetzt verstehe ich auch, wieso ich immer auf einer leeren Welt gestartet bin. Ah. Ja. Muss ich. So, PC Hockley. Ja. Möchtest du auch bitte ganz gerne in die Fraktion? Ja, ich bin noch gerade im Ladebildschirm. Achso, alles klar. Das Schiff umzubauen wird schwieriger als jeder. Ja, das ist ein groß, also der Container ist zu groß, da kann man die Förderleitungen, glaube ich, gar nicht. Nee, ich glaube, der hat auch irgendwo einen kleinen Fördereingang, du musst ihn nur finden. Gut, dass leichte Panzerung so einfach zu bauen ist. Was benötigen wir noch? Ich habe hier den großen gefunden. An Schiffen. An Schiffen? Keine Ahnung. Was ja, weil ich so die Profis fahren. Aber kleine Förderleitung reden eben gerade nicht mit uns. Dran. Gut, dann komme ich mit einem kleinen Bohrschiff. Einfach, mehr kleine Bohrschiffe sind mehr kleine Bohrschiffe. Die sind auch nicht verbunden. Ey, das Bohrschiff ist total beschissen aufgebaut. Da ist die IP nochmal. Das ist ein Energieblock. Okay, GPS. Oh Gott, wo ist das GPS? So, eine Raffinerie brauchen wir dann noch. Ach, das Gyroskop ist das. So, jetzt darf ich mir ein scheiß NS-Triebwerk abbauen. Super. Und ein Gravitationsfeldgenerator, ne? Ups. So ja. Mist. Für Schwerkraft? Ah, das ist der Sauerstoffradler hier. Ach ja, hallo, schau mal im Chat. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. What the heck? Schon das startet, ich krieg Thriller-Musik. What the fuck, Sanji, Alter, du hast Ideen! Hm? Okay. Stelle ich die Grafik halt auf niedrig, damit ich für habe gerade erfolgreich mein Gyroskop gebombt. Lag das Game, oder? Oh, gut. Ja! 15 FPS! Fuck, so viel habe ich hier. 15 FPS? Was hast du für einen PC? Nicht vorhanden? Wo sieht man seine FPS eigentlich einen guten, ich sag mal so. Der Prozessor schwächelt ein bisschen, aber sonst ist der eigentlich super. Naja, also ich meine FPS eigentlich. Ja, Dual oder Quad? Quad-Core-Prozessor. So. Ja, und vor allem GTX 970 sollte auch genügend schaffen. Könnten die Herrschaft doch mal die Koordinaten schicken? Sekunde, kommt sofort. So. Erste Raffinerie. Das ist nicht meine Gaming-Grafik. Okay, du bist im Weg, geh weg. Ich geh weg, okay. Huch. Ach, jetzt weiß ich, warum ich im Weg war. So, lasst immer noch am Rand einen Spot, damit man dann noch eine Wand hochziehen kann. Habt ihr schon ein Bohrschiff? Ja, haben 3. Genug. Drei. Ach, wir können nie genug. Wir können nie genug haben. Nimm das große Schiff, dann kann man es gleich auseinandernehmen. Ja, wollte ich. Sauerstoff ist knapp. Oh, ungünstig. Du willst eine, dann kriegst du von der Station die Koordinaten. Bitteschön. Ich baue dann komplett neues Schiff. Das hier ist mir zu blöd. Und im Wiedereinstiegsschiff, welches ist denn das große? Da gibt es 3 verschiedene. Ja, das oberste Schiff. Oberste, okay. Player Sanjay ist joined your faction. Alles klar. Das hört sich ihm gerade an wie. Wer will sein Bohrschiff umbauen? Dann kann ich unsere 2 Schiffe so gesagt fusionieren. Oh fuck. Ja, ich baue mein Schiff dann komplett neu. Weil das hier, das System, das ist der Aufbau, gefällt mich, weil da kannst du den Bohrer nicht mit verbinden. Warum kann ich denn jetzt aus dem Sauerstoffgenerator den Sauerstoff schon wieder nicht rausnehmen? Aus meinem eigenen Schiff. Ich weiß ja nicht, ob du das Schiff da behalten willst dann. Ah, oder ob du musst, dann. Oder wir nehmen einfach Neffis Schiff, weil. Einer nach dem anderen, bitte. Du musst wieder hinten an das Schiff zum Sauerstoffgenerator direkt. Ist ja nicht verbunden? Das nicht miteinander verbunden. Die sind glaub nicht verbunden. Was ist denn hier der Sauerstoffgenerator? Hab ich doch gerade gepostet! Ja, da war ich noch nicht gespawnt, deswegen hat er es nicht genommen bei mir. Ach so, ja, dann sagt er doch. Nein, das ist er auch nicht. Oben drauf ist sie. Ja, oben. Ein Raumschiff hat 4 Seiten. Hier, das ist der. Nein, ja, das ist danke. Der Nuklear-Generator. Auf hat anzeigen. Das ist der Nuklear-Generator oben. Nein, ich kann meinen Sauerstoff da nicht rausgehen. Das hier, kannst du dich jetzt mal entscheiden, was Sauerstoff ist?
Ja, der hier. Ihr habt's nicht gesehen. Sauerstoff macht sauer. Und sonst sitzt kurz in meinem Schiff rein, dann ist ab. Nein, das ist kein Sauerstoff. Nein, ich kann aus meinem eigenen Schiff die Sauerstoffflaschen nicht rausnehmen. Also ich konnte es. Ich hasse mein Schiff. Mein Schiff. Hast du dein Inventar ist voll. 341 Liter. What the fuck? Oh, ja, okay. Inventar ist voll. Dank dem Livestream habe ich es gesehen. Also eine Meldung darüber wäre echt geil. Nö. Wer stellt denn jetzt interne Panzerung?